Episode 3 vom Armbooster und jetzt geht's ans Eingemachte. Ihr lernt ein bisschen was über die Anatomie. Oh nein, jetzt nicht verzweifeln. Gähn, wer will schon was über Anatomie wissen? Wir wollen wissen, wie man den Bizeps aufpumpt. Aber glaubt mir, mit diesem Wissen habt ihr einen Vorsprung vor den meisten anderen Leuten, mit denen ihr trainiert, in McFit oder sonst irgendwo. Ihr wisst genau, wie es funktioniert und dadurch könnt ihr auch Übungen später erfinden und wisst genau, welche gut sind und warum sie gut sind. Das ist ein krasses Wissen, das ihr hier bekommt innerhalb von wenigen Minuten. Also kein Anatomiebuch oder sonst was, damit kennt ihr euch zumindest mit den Armen aus. Und wer weiß, vielleicht inspiriert es zu mehr. Deswegen bleibt dran und schaut euch diese Folge an. Die ist der Einstieg, damit ihr wirklich auf ein höheres Level kommt. Viel Spaß dabei. Hier sind wir bei einem ganz wichtigen Teil eures Trainings und eures zukünftigen Trainings und eures Wissens und eures Fortschrittes mit diesem Kurs, nämlich bei dem Anatomietraining für den Bizeps. Das gleiche kommt danach natürlich auch nochmal für den Trizeps und es ist ganz wichtig, dass ihr wisst, wie dieser Muskel funktioniert und wie er aufgebaut ist. Denn daraus könnt ihr Übungen erschließen, daraus könnt ihr Übungen für euch gewinnen, neu ausdenken, ihr könnt Übungen auch einschätzen, ihr könnt völlig selbstständig, ohne dass es euch jemand sagen muss, einschätzen, ob eine Übung richtig ausgeführt wird oder nicht. Ihr wisst, was der Muskel macht, zu welcher Zeit er es macht und ihr wisst, wie ihr ihn am besten anspannt. Außerdem wisst ihr auch grob, wie ihr ihn ausformen könnt. Dazu kommen wir dann nochmal später, welche Möglichkeiten es dafür gibt, aber auch, wie weit könnt ihr ihn überhaupt ausformen und die Form beeinflussen in der Höhe, in der Breite, vielleicht auch im Ansatz. All das lernen wir hier. Fangen wir direkt an. Der Bizeps, im Lateinischen schönen auch Musculus biceps brachii genannt, ist der zweiköpfige Muskel des Oberarms oder auch Armbeuger teilweise genannt, weil er eben genau dafür zuständig ist. Er beugt den Arm, er zieht den Unterarm zum Oberarm. Dieser zweiköpfige Muskel besteht aus zwei Teilen. Ein Teil befindet sich von unserem Arm gesehen außen und das ist der lange Bizepskopf, der Caput longum. Außerdem haben wir dann noch einen zweiten, der ist daneben, das ist der kurze Bizepskopf, das ist der Caput breve. Beide entspringen an verschiedenen Stellen dem Schulterblatt, werden wir allerdings kaum so sehen können, da die Deltamuskulatur davor ist. Im Prinzip geht es hier drunter noch viel weiter. Die Funktion dieses Muskels habe ich ja schon erwähnt. Den Unterarm zum Oberarm ziehen, wissen wir alle. Was die meisten allerdings nicht wissen, ist, dass er auch elementar für zwei andere Bewegungen zuständig ist. Eine ganz besonders, und das ist, die Handstellung in eine Supination zu bringen. Wenn ich die Handstellung supiniere, bedeutet das nichts anderes, als dass ich, wenn ich mal den Daumen ausstrecke, sieht man es besser, im Uhrzeigersinn mein Handgelenk nach außen bewege, sodass die Handfläche im Prinzip erst zum Boden zeigt und danach in die Luft, an die Decke. Weiter geht's nicht, weiter übernimmt nicht der Bizeps, aber diese Drehung, diese Supination genannt, übernimmt komplett der Bizeps. Und das könnt ihr auch schön sehen. Wenn ihr euch das mal von der Seite anseht, dann seht ihr genau, dass der Bizeps arbeitet und was er macht. Ups. Jetzt sieht das so aus, als würde hier ein Stück fehlen und wenn ich die wieder weiter reindrehe, ist er wieder da. Der zieht sich hier hoch und dadurch wird das Handgelenk gedreht. Der Bizeps übernimmt also bis zu der horizontalen Position ab, dann geht es in eine aktive Insuffizienz über, da übernimmt nicht mehr der Bizeps. Aber dafür ist er auch verantwortlich und ebenso dafür, dass der Oberarm ein wenig vom Körper weggehoben wird. Ja, dafür ist vor allem auch der vordere Delta da, wenn er übernimmt, aber auch der Bizeps. Was heißt das Ganze nun für unser Training? Unser Bizeps-Training hängt damit von zwei entscheidenden Faktoren ab. Und diese bestimmen, an welchen Teil und in welchem Umfang der Bizeps kontrahiert. Und das ist zum einen die Stellung des Oberarms zum Körper. Da hätten wir die normale seitliche Stellung mit dem Körper, und zwar in einer senkrechten Position zum Boden. Und natürlich, wenn der Oberarm, umso weiter er nach hinten geht, hinter unserem Körper, und umso weiter er vor unserem Körper ist. Das sind drei eklatant unterschiedliche Oberarmstellungen, die den Bizeps in einer anderen Weise berühren. Und das gleiche natürlich, wie wir es gerade schon festgestellt haben, mit den Handstellungen. Da hätten wir die Pronation, also wenn die Handfläche nach unten zeigt und unser Handrücken nach oben, Daumen quasi nach innen, und die Supination, wenn wir das Ganze drehen und nun die Handfläche nach oben zeigt. Auch das sind ganz unterschiedliche Stellungen, die sich unterschiedlich auf den Bizeps auswirken.
Damit haben wir zwei Kombinationsmöglichkeiten, mit denen wir eine ganze Menge Übungen erstellen können. Wichtig ist, dass wir wissen, dass einerseits der lange Bizepskopf mal mehr berührt wird und andererseits mal der kurze. Man kann versuchen, diese beiden natürlich separiert zu trainieren, aber das wird nur sehr schwer möglich sein, denn die spielen äußerst gut zusammen und es ist auch in den meisten Fällen gar nicht nötig. Der Bizeps wird in den meisten Fällen gleich aussehen. Grundsätzlich ist der kleine Bizepskopf ein wenig mehr für die Höhe verantwortlich und bildet hiermit damit noch ein Stück auf dem Gipfel oben drauf. Umso weiter wir nun mit dem Oberarm nach hinten gehen im Körper und eine Dehnung im Bizeps stattfindet, desto mehr ist der lange Bizepskopf außen beteiligt. Umso weiter wir nach vorne gehen, ist der kleine Bizepskopf beteiligt. Und das gleiche gilt für Pronation und Supination. Umso weiter wir in die Pronation gehen, desto mehr ist der kleine Bizepskopf beteiligt, aber vor allem auch der Brachialis, dazu kommen wir später. Und umso weiter wir in die Supination gehen, desto mehr ist der lange Bizepskopf beteiligt. Die volle Kontraktion, also ein voller Bewegungsumfang für das Bizepstraining, ist nun von der gedehnten Position, wenn wir stehen, wirklich wenn die Arme ausgestreckt sind und damit auch komplett senkrecht zum Boden verlaufen, bis zur obersten Position, wo uns im Prinzip eine Sperre dadurch gegeben wird, dass der Unterarm hier auf den Bizeps trifft. Und die Sperre wird vor allem umso deutlicher, umso mehr Blut im Oberarm und damit auch in dem Unterarm zirkuliert, bis es nicht mehr geht und dann wieder nach unten. Das ist der volle Bewegungsradius. Der kann natürlich in eine stärkere Dehnposition gebracht werden, wenn wir das Ganze hinter dem Körper haben. Dadurch wird der Radius nicht größer, denn weiter als strecken können wir den Arm auch nicht, aber zumindest wird der Bizeps ein bisschen mehr gedehnt. Grundsätzlich solltet ihr darauf aufpassen, dass die Schultern möglichst weit hinten bleiben, gerade bei normalen Bizeps-Curls, und nicht zu weit vorne sind. Umso weiter ihr nach vorne geht, desto schwieriger ist es auch in die Dehnposition zu kommen, nach unten. Umso weiter ihr nach hinten geht, desto besser ist das möglich, den vollen Radius auszuschöpfen. Und desto eher isoliert ihr auch wieder den Bizeps und reißt nicht mit dem Oberkörper weiter nach hinten. Kommen wir zum Brachialis. Der Brachialis befindet sich mehr oder weniger die Auswüchse davon an der Seite und befindet sich zusätzlich noch seitlich vom Bizeps. Wir sehen das Ganze hier, da befindet sich der Brachialis und der zeigt sich nach außen hin vor allem durch diesen kleinen Hubbel, der hier zwischen Trizeps und Bizeps an der Seite rauskommt. Das ist ein ganz attraktiver Muskel für viele Leute und so manch einer, den ihr vielleicht schon mal hier und da gesehen habt, hatte den ganz schön ausgeprägt. Und den kann man besonders dann mitreizen, umso weiter wir in eine Pronation gehen. Das heißt, umso weiter wir mit dem Handgelenk wieder nach innen drehen und damit mit der Handfläche nach unten zeigen. In einer vollen Pronation trainieren wir ihn am meisten mit. Aber auch ganz berühmt dafür, Hammercurls im Hammergriff, damit trainieren wir ihn weiter mit. Kommen wir zum Trizeps. Der Musculus Triceps Brachii ist der dreiköpfige Muskel an der Rückseite des Oberarms. Hier haben wir einen Kopf mehr. Schauen wir uns das Ganze mal an. Da haben wir wieder den Caput Longum, der an der Innenseite entspringt, also nicht wie beim Bizeps an der Außenseite. Den haben wir hier innen und das ist der, der bei mir eben ganz besonders ausgeprägt ist an dieser Stelle. Und dann hätten wir auf der anderen Seite den auch noch nach außen hin gut sichtbaren Caput Laterale, das ist der äußere Trizepsanteil. Ein wenig versteckter ist der Caput Mediale. Der tummelt sich irgendwo da unten drunter rum und führt dann bis zum Ellbogen. Letztere beide, der Mediale und der Laterale, entspringen den Oberarmknochen und der Caput Longum entspringt ebenfalls dem Schulterblatt. Und damit ist er auch zusätzlich für eine andere Bewegung verantwortlich. Grundsätzlich ist der Trizeps dafür verantwortlich, dass der Arm durchgestreckt wird, also dass der Unterarm genau die entgegengesetzte Bewegung macht. Und zwar so lange, bis das Armgelenk, bis der Ellbogen die Bewegung blockiert. Aber damit ist er auch noch für etwas anderes verantwortlich, nämlich durch den langen Trizepskopf ist er auch dafür verantwortlich, dass wir in eine Adduktion gehen, also dass der Arm so ein bisschen zu dem Körper gezogen wird. Was bedeutet dieses Wissen jetzt für unser Training? Auf den ersten Blick scheint es ein bisschen komplizierter zu sein, weil wir drei Teile haben. Aber im Prinzip unterscheiden wir im Training allerhöchstens eine größere Anteilnahme des äußeren Trizepskopfes, also des lateralen, und des inneren, des langen Trizepskopfes. Und zwar, umso mehr wir jetzt in die Supination übergehen, also die Handflächen nach oben drehen, desto mehr ist der äußere Anteil
beteiligt. Und der macht vor allem die Trizeps höher aus. Wenn ihr also von der Seite den Muskel seht und er ist so richtig schön kreisrund, Bizeps auf der einen Seite, Trizeps auf der anderen, dann ist das hauptsächlich die Verantwortung des äußeren, des lateralen Bizepskopfes. Außerdem, umso weiter ihr mit den Oberarmen Richtung Kopf geht und umso weiter ihr mit den Oberarmen damit in eine Streckung kommt, desto eher ist wiederum der innere Anteil beteiligt. Ebenso wie umso weiter wir in eine Pronation übergehen und umso weiter die Ellbogen nach außen gehen. Das Ganze kann man schön demonstrieren bei der Übung French Press. Wenn ihr da einmal quasi liegt und dann diese Übung ausführt, dann könnt ihr mit den Oberarmen etwas weiter zurückgehen. Ihr könnt die Ellbogen etwas weiter nach innen bringen oder nach außen. Und ihr könnt natürlich mit den Griffstellungen variieren. Ihr könnt das Ganze natürlich in einer Supination machen oder in einer maximalen Pronation. Und dementsprechend ist es anders verteilt. Im Gegensatz zum Bizeps kann man bei dem Trizeps den äußeren und den inneren Kopf wesentlich gezielter trainieren. Wesentlich gezielter heißt ja trotzdem, dass wir auch da weit eingeschränkt sind. Also es ist wirklich nicht so, als würden wir nur einen Kopf trainieren oder als würde man einen starken Unterschied merken. Letzten Endes könnt ihr wahrscheinlich Jahre trainieren und es würde kaum einen Unterschied ausmachen. Aber es geht tendenziell besser, weil die beiden weiter voneinander separiert sind bei der Bewegung als beim Bizeps. So viel zu dem Grundwissen der Anatomie. War doch gar nicht so lang und so schwer, oder? Wichtig ist vor allem, dass wir auch für die nachfolgenden Videos und die nachfolgenden Kurse dieses Wissen immer im Hinterkopf haben, denn wir werden oft darauf aufbauen. Wenn ich euch in Zukunft also Übungen zeige oder auch wenn wir davon reden, wie individuell wir den Arm austrainieren können, dann greift ihr auf dieses Wissen zurück. Aber ich werde es auch immer wieder an den Stellen erwähnen. Ansonsten schaut es euch einfach nochmal von vorne an. Ist ein schönes Wissen, nicht nur für Cocktailpartys und im Studio ein bisschen anzugeben, sondern vor allem für euch und für die Qualität eures Trainings. Das war's schon. Ich bin raus. Und zu viel versprochen, ich glaube, das war für jeden da draußen interessant. Also, egal was ihr davon haltet, lasst es mich wissen mit Daumen nach oben, nach unten. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr mehr davon sehen wollt. Und natürlich verpasst keine weitere Folgen, denn jetzt geht's Stück für Stück richtig ans Eisen. Abonniert den Kanal, das war's von mir. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.